Und so fand ich mich dann am nächsten Morgen etwas zu früh in Tonneau ein. Die Baumschule war imposant. Lauter Blumen, lauter Blumen. Ich hatte sowas überhaupt noch nicht gesehen. Und ich dachte mir, das ist ganz angenehm, dann brauche ich nach meiner Hochzeit jedenfalls keine Blumen mehr zu kaufen. Das Stachelschwein war auch heute scheinbar ohne Stacheln, denn er sagte ganz freundlich in dem Schreibtisch hervor, Guten Tag, mein Herr. Ich verbeugte mich und sagte ebenfalls, Guten Tag. Was hat denn das Grünzeug gekostet? 25 Kronen. Nichts als Gauner und Betrüger in der Großstadt. 3,50 Kronen, höchstens. Nichts als Gauner und Betrüger. Hoffentlich nehmen Sie mich aus, Herr Babock. Ich bin nämlich aus der Großstadt. Das werden wir gleich sehen. Haben Sie eine Vergangenheit? Nein. Nein? Das ist ja merkwürdig. Ich schämte mich sehr wegen dieser Lüge. Aber wehe, wenn ich später dahinter komme. Ich hole mein Kind zurück. Unnachsichtig. Wie hoch ist Ihr Einkommen? 150 Kronen. Pro Jahr? Hinaus! Mir aus den Augen! Pro Tag, Herr Babock. An mein Herz, geliebter Schwiegersohn. Helene! Ja, Papa? Tritt näher, Kind, hier steht ein Bräutigam. Das war der Augenblick, auf den ich 23 Stunden und 7 Minuten fiebernd gewartet hatte. Sie sah aus, der Knopf stand schon wieder offen. Sollte sie unordentlich sein? Egal. Das Stachelschwein sagte, umarme ihn! Mir wurde schwarz vor den Augen. Papa, ich hab solche Angst. Sofort umarmst du diesen wackeren Mann. Ich will nicht, Papa. Aber ich wollte. Ich will doch. Nun begann eine wahre Leidenszeit. Ich musste die Begrüßungsküsse der ganzen Verwandtschaft über mich ergehen lassen. Tante Auguste. Tante Walpurga. Onkel Rudolf. Der Bart. Onkel Josef. Du hast mir noch gefehlt. Nun der dämlichste von allen, Vetter Bobby. Aber der Kerl küsst nicht nur mich, sondern auch meine Braut. Und wie ich dagegen protestiere, heißt es... Das macht doch gar nichts. Die sind ja zusammen aufgewachsen. Halten Sie das für eine ausreichende Entschuldigung?